Ihr hattet euch vom Kind der Weisheit verabschiedet. Es schickte euch zum Versammlungshaus in Stonebridge, wo ich auf eure Rückkehr wartete. In den folgenden Wochen traf Nachricht von Jane Cassinders Niederlage ein. Ihre Armeen waren zerschlagen. Wir hatten Zeit, uns auszuruhen und zu sammeln. Martin Giscard kehrte wohlbehalten von der Spitzturmfeste zurück, zusammen mit Meister Wolf und den Automatoiden. Nur ein paar Wochen später wurden in Stonebridge Wahlen abgehalten. Meister Wolf, der sich so vehement für die Legion eingesetzt hatte, verlor die Wahl um das Amt des Bürgermeisters nur um Haaresbreite. Viele Leute wollten den Gentleman hängen sehen. Sie konnten nicht akzeptieren, dass die Legion sein Leben geschont hatte und gaben dem armen Wolf die Schuld dafür. Hey. Nach den demütigenden Ereignissen in der Gießerei war Meister Kassel gezwungen, vom Vorsitz der Eisenhändlergilde zurückzutreten. Die Zyklopen handelten neue Arbeitsverträge und höhere Löhne aus und gründeten mit Hilfe von Meister Fiddlewick eine Gewerkschaft. Zum ersten Mal nach 100 Jahren konnten sie die Gießerei verlassen und ihren neuen Wohlstand auf den Märkten und in den Tavernen von Stonebridge genießen. Haben wir also auch die Zukunft verändert mit unseren Entscheidungen. Anblick auf den Straßen von Stonebridge. Und viele Leute gehen davon aus, dass sie bald recht. Ja, das sind Rechtschreibfehler. Rechtmäßig. Archambault du Poignant, früher bekannt als der Gentleman, war eine wertvolle Ergänzung für die neu formierte Legion. Durch seine Kenntnisse der Legionsmagie konnten wir die Kontrolle über die Wachen wiedergewinnen, die unsere Versammlungshäuser bewacht hatten. Doch wenn der Gentleman das Versammlungshaus verließ, erwartete ihn eine zornige Meute. Die Isolation verbitterte ihn zunehmend. Und so kehrte er in seine geliebten Dimensionspassagen unter dem endlosen Himmel zurück, wo er sich bis heute aufhält. Mit der Wiedereröffnung der Gruft der Helden kehrten die Pilger und mit ihnen auch die Händler zurück nach Roggenwall. Der folgende Winter traf Roggenwall hart, genau wie Lazar Bassili befürchtet hatte. Aber dank des Handels mit dem Süden überstanden die Einwohner von Rabenbach ihn gut. Im Frühling trafen noch viele weitere Pilger in der Stadt ein und Rabenbach errang wieder seinen früheren Wohlstand. Lazar und seine Leute bauten eine neue Stadtmauer und holten sich die verlassenen Häuser und Farmen, die der Wald erobert hatte, zurück. Eine glückliche Wende für eine Stadt, die so viel Leid ertragen musste. In seinem letzten Brief an mich berichtete mir Lazar noch weitere Neuigkeiten. Das Gunderick-Anwesen hat eine neue Gutsherrin, eine Hexe namens Leona. Das Anwesen ist zu einem Treffpunkt für Lescanzi-Hexen geworden, von denen viele offenbar sehr hübsch sind. Lazar berichtet, dass die jungen Männer aus Rabenbach auch häufig das Anwesen aufsuchen, sehr zum Unmut ihrer Mütter und Ehefrauen. Da die Männer von Rabenbach die Anwesenheit der Hexen gutheißen, haben Leona und ihre Getreuen wohl ein neues Zuhause gefunden. Vielleicht hatten sie genau das von vornherein vor. Königin Roslyn hat die Funkelhöhle verlassen und sich auf eine Reise in alle Städte des Westens begeben, wo sie so viele ihrer Untertanen wie möglich treffen will. Die Königin zeigt unbändigen jugendlichen Tatendrang und glaubt anscheinend, das Land schon innerhalb von Monaten und nicht von Jahren wieder vereinen zu können. Aber leider ist dies eher unwahrscheinlich, wie Lord Devonsea versucht hat, ihr zu erklären. Tatsächlich hängt die Zukunft dieses Landes vielmehr davon ab, was wir entscheiden. Ohne die Unterstützung der Legion wird sie einen zwar gut gemeinten, aber einsamen Kampf führen. Und was Devonsea betrifft, ich glaube, ihm imponiert, dass ihr Jane Cassinder gemäß dem Wunsch der Königin verschont habt. Bei seinem letzten Besuch in Stonebridge verbrachte er viel Zeit in unserem Versammlungshaus. Ich glaube, er könnte sogar bereit sein, sich uns wieder anzuschließen, so wir ihn denn aufnehmen wollen. Rajani und ihre Schwestern sind nach Stonebridge zurückgekehrt. Heimlich und gut getarnt. Janes Niederlage übte großen Einfluss auf sie aus, allerdings anders als ich erwartet hätte. Ihre Ergebenheit gegenüber Jane wurde ersetzt durch eine tiefe Bewunderung für euch. Sie sehen in euch wohl die Anführerin, der sie schon längst hätten folgen sollen. Kürzlich haben sie sogar den Wunsch geäußert, sich uns anzuschließen. Ich habe immer noch Vorbehalte gegen Arken, die einst Jane gedient haben. Aber es gibt immer eine Möglichkeit der Wiedergutmachung, selbst für sie. Jane Cassinder hielt Wort.
Ich hatte zunächst meine Zweifel, aber sie kehrte in die Städte und Orte des Ostens zurück und drängte die Leute dazu, den Krieg gegen die Legion und die Krone zu beenden. Janes Reue war aufrichtig und sie überzeugte viele Leute mit ihren Worten. Aber sie konnte nicht alle für sich gewinnen. Das Kirchenkonzil in Bisselberg, das Jane einst zur Heiligen erklärt hatte, sah sie nun als Abtrünnige und trachtete ihr nach dem Leben. Doch Jane lehnt jegliche Leibwächter ab und Königin Roslyn ist um sie besorgt. Wenn Jane irgendetwas zustößt, könnten unsere Fortschritte im Osten zunichte gemacht werden. Was die Legion betrifft, der Fortlauf unserer Geschichte steht noch in den Sternen. Das Land muss geeint, unsere Gemeinschaft wieder aufgebaut werden. Und wir haben alte Feinde, die uns immer noch vernichten wollen. Und wir müssen Entscheidungen treffen. Wer soll in Eb herrschen, wenn das Land wieder vereint ist? Und wer wird unser neuer Großmeister sein? Aber diese Fragen mögen Eingang in eine andere Chronik finden, zu einer anderen Zeit. Was immer auch geschieht, eines solltet ihr wissen. Ihr seid niemals allein. Die Legion wird euch immer beistehen. Oh. Geniales Ende.